Guten Morgen! Ich hoffe, man sieht den Niki, es ist nämlich ganz schön sonnig. Wir sind in Leipzig, gehen wieder in Belantes. Halb zwei. Machen heute noch mal ein kurzes Video und wollen euch mal zeigen, wegen den Preisen, das hat man letztes Mal gar nicht gemacht, für alle die, die noch nicht da waren. Ja, Schmidtchen? Ja. Guck mal. Und dann zeigen wir euch gleich mal was. Als erstes zeigen wir euch mal hier die Preise zum Parken. Hi. Da gibt es hier draußen so ein Automat. Jetzt im Moment ist er gerade außer Betrieb, kann man vorne bezahlen. Okay, lass uns mal weitergehen. Jetzt zeigen wir euch mal die Preise für die Karten. Digga! Also wir haben ja die 2-Jahres-Karte, die hat glaube ich 64,90 € gekostet. Die hat sich absolut gelohnt. Würde ich jedem empfehlen. Kann man 2 Jahre so oft wie man möchte in der Saison. Ja, hier vorne ist jetzt der Schlossgarten sozusagen. Da gibt es hier ein Geschäft. Naja, jetzt hier mal so Autowerbung. Das ist jetzt der Ein- und Ausgang. Und hier Schloss Casino, da kann man, da gibt es auch Safes drin, da gibt es Toiletten drin, Kaffeebedinge. Und hier kann man noch was essen. Und vorher war es immer hier, wurde man hier kontrolliert. Das ist jetzt aber neu, dass man da vorne schon kontrolliert wird. Da kann man sich einen Bollerwagen nehmen. Die kann man sich hier mieten. Ich brauche was alles. Und wenn das ist hier ein Riesen. Das ist jetzt neu hier mit dem Schießen. Guck mal, das ist neu. Kannst du gegen die Wand schießen, wenn du möchtest. Ansonsten ist hier vorne für die Kleinen, wie gesagt, die Buddelbahn. Ich möchte jetzt aber nicht ins Nasse. Die Buddelbahn und das Kettenkarussell, das für die Kleineren, dürfen natürlich auch die Großen mitfahren. Da steht ja immer dran, bis zu welchem Alter und Gewicht oder ab welchem Alter und Gewicht, zum Beispiel hier. So, der Niki war gerade im Kettenkarussell, wie wir gesehen haben. Da hinten ist Poseidons Flotte, das ist richtig gut, das geht gleich los. Und da sind diese Boote. Die sind stinkend langweilig, also da kann man wirklich nur reingehen, wenn man sagt, man möchte sich mal ausruhen. Das einzige Gute daran ist, wenn man Futter mit hat, kann man Enten füttern. Die fressen einem sogar aus der Hand. Hast du schon? Habe ich heute keins mit. Und da ist Poseidons Flotte, das ist richtig gut, das macht richtig Spaß. Wir wollten eigentlich, genau, das ist echt langweilig, das Boot. Wir wollten euch heute mal das zeigen, was wir vielleicht noch nicht gezeigt haben. Habe ich dich drauf? Ja, ich glaube. Und auch das für die Kleineren halt, für die, die es noch nicht kennen, die Belantes wirklich gar nicht kennen. Das zeigen wir euch dann zwischendurch mal, wie gesagt. Die Muttern sind das gut. Genau. Und wir gehen jetzt erstmal natürlich wieder in unsere Lieblingsbahn oder eine der Lieblingsbahnen, die Kobra des Amun-Ra und Fluch des Pharao. Aber das ist eben nicht für Kleinere. Die Kobra des Amun-Ra haben wir euch ja letztes Mal nicht in Fahrt zeigen können. Jetzt fährt sie aber gerade los, können wir mal zeigen. Ich hoffe, man sieht es gut. Die ist nicht ganz so schlimm. Es macht aber richtig Laune. Das war's schon. Wir haben schon an die Cloud an. Ja. So, ja, da fahren wir jetzt mit. Fluch des Pharao. Beim ersten Mal hat man immer Panikattacken, wenn man da oben steht und es bergab geht. Ich weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Mal gezeigt haben. Niki, haben wir beim letzten Mal Fluch des Pharao gezeigt? Nein. Weiß ich genau nicht. Doch, hatten wir schon. Da hinten geht es zur Wüstenrallye.
Da kann man mit so einem kleinen Elektroautos fahren. Ich darf das nicht mehr. Nee, bis 1,20 Meter leider nur. Oder 1,40 Meter, jetzt weiß ich gar nicht genau. 1,40 Meter. Und alles darüber hinaus leider nicht mehr. Hier ist so ein kleiner Spielplatz noch. Da kann man baggern für Geld. Nee, wir gehen jetzt zur Flucht des Pharao. Doch. Hier kann man was essen. Hinten sind die Toiletten. Ich trampel mich wieder da ab. Nein, auch nicht. Wie gesagt, hier ist für die Kleinen ein schöner Spielplatz. Kann man sich hinsetzen, was essen. Die können dann spielen. Und wir gehen jetzt in Fluch des Pharao. Und da ist die Wüstenrallye, die eigentlich echt Spaß gemacht hat. Früher war da niemand, da konnte man auch als Erwachsener mal drauf. So, jetzt sind wir beim Strand der Götter. Da kann man da mit diesem, ja, was wie nennt man das, für so ein kleiner Sessellift, würde ich sagen. Da fährt man zweimal hin und her und das war's dann. Hier ist nochmal gleich nebenan, hier ist der Eingang zu den Booten. Sieht man die Boote auch? Dann gibt es hier die Säule der Athene. Da kann man sich dann selber hochziehen. Daneben ist Flug des Ikarus. Für welche, die keine Höhenangst haben wahrscheinlich. Also hier war Niki auch schon drin. Das ist sehr langweilig eigentlich gewesen. Säule der Athene ist ganz okay. Und da hinten ist ja noch so ein Zelt für die Kleineren. Das wollten wir eigentlich mal zeigen. Da sind so hier. Für die kleineren Kinder ist das eigentlich. Weil da so Bausteine drin sind und wollen so rutschen und so. Hier ist. Nee, da kommst du nicht lang, da musst du drumherum. Das ist die Säule der Athene. So. So, hier werden dann auch immer irgendwelche Veranstaltungen auf. Ah, die Bausteine sind gar nicht mehr. Doch, hier. Gut, letztes Mal war noch mehr da. Ich habe einen so, Stein verloren. Das ist der Götterflug und nicht Flug des Ikarus. Habe ich mich vertan. Da kann man sogar Überschläge schaffen, wenn man sich anstrengt. Und Flug des Ikarus ist das Kleine hier. Das Kleine. So. Das ist der Gletscherrutscher. Das sind so eine Rutschen, wo man mit so einem Schlauchbooten, die dann runterrutschen kann. Ist ganz lustig. Also diese gebogene Rutsche, diese hat man gemacht. Also die ist langweilig, die anderen sind besser. Der Niki müsste eigentlich auch gleich kommen. Du sollst von der Bahn runtergehen, hat er gewunken. Mal sehen, ob wir uns sehen. Es ist ein ganz schöner Laufweg bis da hoch. Also, wenn du erstmal oben ankommst, bist du kreuzkrummelarm. Aber noch sehe ich eine Nicht-Einstadt. Da kommt er. So, jetzt gehen wir zum Drachenritt. Das ist da hinten, ich weiß gar nicht, wie heißt das, Land der Grafen. Oder Drachenland, ach was weiß ich. Auf jeden Fall gibt es da vorher noch hier so eine Art Parcours, da kann man mit solchen Rädern fahren. Wir haben es einmal gemacht, haben uns Janicki
ein bisschen blöd angestellt und uns verletzt, haben wir es natürlich gelassen. Und hier ist nochmal so eine kleine für Bobbycar. Ich habe mich verletzt, du nicht, genau. Und hier ist nochmal so eine kleine Bobbycar-Strecke. Für die ganz Kleinen halt. Kann man mit dem Bobbycar so im Kreis. Es ist praktisch wie so eine Rennstrecke gemacht. Da hinten ist der Hammer. Das, was ich immer Hammer nenne, das heißt eigentlich anders, aber das merke ich mir immer nicht. Und da ist auch das Land, Indianerland da, wo man mit dem Kanu fahren kann. Da sind auch die Kanus dran. Den Hammer hast du dich reingetraut und du darfst auch wieder. Mama kann nicht, weil Mama schlecht wird. Hier fährt gerade jemand auf so einem Rad. Ist ziemlich anstrengend und schwierig, muss ich dazu sagen. Ja, naja. Da ist bestimmt irgendwo ein Papierkorb da vorne. Und hier ist dieses andere. Nee, das nicht da, das pinke da vorne. Wo der Mann dran steht. Das geht auch so weit hoch und das dreht sich. Ich glaube, das hat man schon gezeigt, diese Gondeln. Und da ist unser Drachenritt, wo wir jetzt hingehen. Ja, das ist auch mal das so. Da fährt schon jemand mit dem Kanu. Das macht eigentlich auch ganz viel Spaß. Ja, ja, haben wir einmal gemacht. Genau. Drachenflug heißt das hier, genau. Und das ist jetzt hier Land der Grafen, glaube ich. Da gibt es auch leckere Sachen zu essen. Da kann man Gold schürfen, ja. Also das ist nicht richtig Gold schürfen. Da kann man so eine Schürflizenz erwerben für Geld und dann kann man so tun, als ob. Haben wir nicht gemacht, war uns zu teuer. Und da sind dann eben noch Shops, wo man Souvenirs kaufen kann und eben was man essen kann. Souvenirs brauchen wir auch nicht. Das wäre dann hier das hinten drin. Viel Crabs. Ja. Genau. Da steht auch dran, wann die Shows alle sind immer. Können wir auch mal ganz kurz zeigen. Ich weiß nicht, ich sehe gar nicht viel durch die Sonne, falls ich jetzt irgendwie. So. Und ach, Insel der Ritter heißt das, genau. Da wollen wir jetzt hin. Ja, da ist das. Ding da. Und wir gehen jetzt in unseren Drachenritt. Das ist eine echt coole Bahn. Ah, die hat man das letzte Mal schon gezeigt. Also braucht man das nicht nochmal. Hier ist nochmal ein Spielplatz. Beim Drachenritt direkt. Robins Versteck heißt der. Da fährt gerade jemand hoch. Und da geht es denn hier hoch, wo die Beine entlang laufen. Ja, was hast du denn da? Hüchsenstein. Ja, da geht es zum Verlies des Grauens. Da sitzt man und dann hat man das Gefühl, man wird um die eigene Achse immer gedreht. Kann ich nicht beschreiben. Ich fand es, einmal war es ganz niedlich für die Kleineren, okay. Aber da ist man dann da drinne und Merlin wird in den Kristall gestohlen und dann holt man den praktisch zurück und sitzt da in so einer Gondel und wird immer wieder so, ja, weiß ich nicht, als ob man dann durch den Raum flattert. Aber ich fand es nicht so besonders. Einmal ist es ganz niedlich. Und da ist das Labyrinth. Das hat man, glaube ich, schon gezeigt. Und links geht es eben zum Drachenritt und zum Indianerdorf. Das ist die Santa Maria, das Schaukelschiff. Da will ich mal nochmal die Sicherheitsinstruktion gucken. Und dann gibt es jetzt neu, kann man sich mit SpongeBob und Patrick und so fotografieren lassen. Und auch Onkel und Lottie Turtles. Also hier kann ich ja nicht reingehen und der Niki würde gerne alleine und da bin ich ein bisschen, naja. Niki ist alleine in der Santa Maria. Und ich leide schon wieder. Wenn ich da schon zugucke, wird mir schlecht. Oh Gott. Warte. Niki? Ja? Also, wir sind noch fix und fertig.
Hi, ich zittere. Wir waren gerade in der Hurrikan. Du hast die Augen zu gehabt, die meiste Zeit. Und ich hab die ganze Augen auf. Das ist Horror. Horror pur. Jetzt gucken wir uns mal das Foto an. Wo sind wir? Nirgendwo. Da. Kannst du was erkennen? Also, wie gesagt, wir waren jetzt da im Hurrikan. Wir gehen nicht weglaufen. Ich zeige euch mal ganz kurz, das werde ich aber noch mal in das Video mit einbauen. Das ist das Foto, hier oben sind wir. Ich hoffe, man sieht es gut. Ja. Ich habe Augen zu. Also, ich zittere immer noch. Es war ganz schön schlimm. So schlimm, wie es aussieht, ist es auch. Ich fand es schlimmer als die in Disneyland. Also in Disneyland, die waren ja auch schon ganz schön hier. Der Rock'n'Roll-Coaster war schon Hammer. Aber die fand ich schlimmer jetzt. Ja. Oh Gott. Na? Ja? Da sage ich das einfach. Ja? Das ist der Drachenflug. Da geht der Niki jetzt gleich rein, wenn er sein Eis gegessen hat. Da sitzt er und schlabbert. Mama hat mir ein bisschen geholfen. Ja. Ja, und da geht der Niki jetzt gleich rein. Aber nur kurz. Ich gehe dann zum Ausgang, ja? Warte da auf dich, ja? Weil wenn du da oben bist, habe ich wieder Panikattacke. Ich kann da gar nicht hingucken, mir wird mir schon schlecht. Niki, ich wünsche dir viel Spaß. Es geht gleich noch zu da. Nee. Keine Angst haben. Du hast, guck mal, du hast die rote Bahn auch geschafft. Das schaffst du auch. Du bist auch mutig und im Hammer und was nicht alles. Du schaffst das. Genau, halt dich da an den Dingern fest. Genau. Ah, du brauchst keine Angst haben. Halt dich fest und schön lieb sitzen. Okay? Viel Spaß. Zu Hause. Wir hoffen, wir konnten euch in dem Video auch noch ein bisschen Sachen zeigen, die wir euch im ersten Teil nicht gezeigt haben. Und wie gesagt, Belente ist immer ein Abstecher wert, oder? Ja, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch das Video gefallen hat. Jawohl, alles klar. Ja. Tschüss. Tschüss.